Seine 55 Tonnen schweren Stahlseile überspannen die fast 2 Kilometer lange Strecke ohne eine einzige Zwischenstütze. Obwohl der Höhenunterschied zwischen Start und Ziel nur 64 Meter beträgt, erreicht er eine maximale Höhe von 380 Metern über dem Grund. Erst nachdem jedes Rad und jedes Seil gecheckt ist, kann das Tagesgeschäft beginnen. Sicherheit hat beim Bau von Seilbahnen höchste Priorität. Jeder, der hier arbeitet, weiß, ein Fehler in Konstruktion oder Material kann über Leben oder Tod entscheiden. Das Hauptaugenmerk der Konstrukteure lag deshalb zunächst darauf, geeignete Tragseile aufzutreiben. Und sie wurden fündig. Diese 7,5 cm dicken Stahltrossen waren genau das, was sie brauchten. Sie hatten ein Gewicht von 535 Tonnen aus. Das entspricht 12 vollbeladenen Sattelzügen, bevor sie reißen.